Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal. Die Sache ist relativ einfach. Der Antrag wird in den Ausschuss überwiesen. Er soll nicht direkt abgestimmt werden, sodass die FDP, und das möchte ich einmal aufgreifen, wohl hier auch und heute keine Wahlgeschenke wird verteilen können. Von daher begrüßen wir natürlich von Seiten der Piratenfraktion, dass das im Ausschuss mal beraten wird. Denn in der Tat, das, was der Herr Gabriel da der Presse gegenüber geäußert hat, dass die kalte Progression sozial ungerecht ist, das steht wohl außer Frage. Das wird seit Jahr und Tag diskutiert und moniert. Insofern kann man auch den Antrag der FDP begrüßen, insofern als man da mal darüber diskutieren sollte. Und ja, und ich greife auch durchaus dieses Argument von Herrn Simkeit auf, der da sagt, naja, wir brauchen ein finanzpolitisches Gesamtkonzept. Das hört man in Deutschland seit, ich sag mal, 30 Jahren, dass da mal irgendwas geschehen soll. Bis heute geschieht nichts. Es wird immer rumgewerkelt und rumgefrickelt an irgendwelchen kleineren und größeren Stellschrauben. Das wäre hier auch so eine Geschichte. Allerdings muss man sagen, die Einkommen, die von der kalten Progression erfasst werden, sind die sogenannten mittelhohen Einkommen. Also alles das, was jenseits von 8.354 Euro im Jahr liegt an zu versteuerndem Einkommen, das ist dieses Existenzminimum, bis 52.882 Euro jährlich zu versteuerndes Einkommen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist fix, 42% plus Solidaritätszuschlag. Und da schlägt also über jenseits 52.882 Euro schlägt die kalte Progression nicht zu. Wir reden also hier von Einkommenssituationen, die, ich denke mal, nahe 80 bis 90% der Bevölkerung betreffen. Und das ist in der Tat ein Punkt, den wir mal im Ausschuss auch in Nordrhein-Westfalen besprechen können und sollten. Gleichwohl wird die Angelegenheit nicht in Nordrhein-Westfalen geklärt werden. So geht der Antrag ja auch darauf hin, dass die Landesregierung die Landesregierung aufgefordert werden möge, im Bundesrat eine Gesetzesinitiative einzubringen. Also ich bin auch der Meinung, wie es hier auch schon zur Sprache kam, dass von Seiten der Bundesregierung, SPD und CDU geführt, da vielleicht mal dieser Vorstoß im Hinblick auf das finanzpolitische Gesamtkonzept gewagt werden sollte. Ob das allerdings in dieser Legislaturperiode passieren wird, wage ich zu bezweifeln. Da sind die Auffassungen in den einzelnen Situationen des Steuerkonzepts sicherlich zu unterschiedlich. Und ich denke auch, dass wir im Landtag Nordrhein-Westfalen nicht zu einer einheitlichen Linie kommen werden. Und da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, ob und inwieweit jetzt die Steuermehreinnahmen ausreichen oder nicht. Fakt ist jedenfalls, dass in Nordrhein-Westfalen abhängig ist selbstverständlich von Steuereinnahmen im Bund. Und das, wovon wir hier reden, auch die Steuereinnahmen, die über die kalte Progression reinkommen, sind Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Bund abgeleitet werden. Und so wird man sich tatsächlich Gedanken darüber machen müssen, wie eine Kompensation dieser dann durch die kalte Progression oder das Wegfallen der kalten Progression eintretenden Mindereinnahme kompensiert werden soll. Ob das jetzt durch Anhebung eines Spitzensteuersatzes geschieht, ob das möglicherweise durch Einführung einer oder Wiedereinführung der Vermögenssteuer geschieht, ob das möglicherweise auch durch eine Anhebung der, wie es auch immer wieder gefordert wird, auch von Seiten der SPD, Reichensteuer, die wir ja auch haben, denn jenseits von 250.000 Euro muss ja auch noch ein höherer Steuersatz geringfügig gezahlt werden. Das wird man alles diskutieren müssen, das können wir aber nicht in NRW, nicht im Haushalt- und Finanzausschuss diskutieren. Ich denke, da haben wir eine andere Bühne auf dem Bund zu bespielen. Das können wir Piraten momentan leider nur im Hintergrund, nicht in im Bundestag. Die FDP teilt im Moment jedenfalls das gleiche Schicksal wie wir. Deswegen haben wir von Seiten der Piratenfraktion durchaus auch Verständnis für diesen Antrag und freuen uns auf die Beratung über die Frage des Abbaus der kalten Progression im Haushalts- und Finanzausschuss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.